Pupsen? Oh. Das ist deine Masche. Du pupst sie bewusstlos. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und wir haben heute nicht mehr und nicht weniger als ein Wunschvideo für euch. Denn wir haben Folgendes. Nummer 1, wir haben die neue 40 Volt Kantenfräse von Makita dabei. Und ja, die wollt ihr gerne mal getestet haben, beziehungsweise was ist eigentlich der Unterschied zwischen der, der und der? Alles drei Jahre Makita, nahezu baugleiches Gerät, super interessant. Und ihr habt gesagt, was ist denn eigentlich mit der Katsu? Wie schlägt sich die Katsu gegen die Makita? Und das schauen wir uns heute mal an. Normalerweise würde ich sagen, ja, ist hier halt meine neue Oberfräse, muss man sich das wirklich angucken. In dem Fall aber wirklich ja, denn diese Oberfräse, die 230 Volt Kantenfräse von Makita, ist eine der meistverkauften Oberfräsen überhaupt. Und dementsprechend ist es so, dass viele sich auch die Frage stellen, naja, nehme ich vielleicht die mit Akku oder nicht mit Akku. Und diese beiden haben wir auch schon mal verglichen, haben wir euch dazu eine Info gegeben und so weiter und so fort. Und hier war es ja so, dass das Gerät mit Akku sogar stärker war, von der Leistung her, gefühlt auf jeden Fall, als das 230 Volt Gerät. Und am Ende könnte man sagen, die beiden sind gleichwertig. Ergo, wenn du Akku schon hast, dann kannst du hier auch loslegen. Und weil es eben so viele Leute genau diese Fräsen kaufen, gucken wir uns heute Folgendes an. Wir haben ja hier eine 40 Volt Fräse, relativ neu zum Zeitpunkt, als wir es heute hier drehen. Und da seht ihr schon, die sind super ähnlich. Wir werden uns das gleich nochmal im Detail angucken. Und jetzt ist es so, dass die Firma Katsu eine Fräse rausgebracht hat, die der hier zum Verwechseln ähnlich aussieht. Und es gibt diese Fräse hier in verschiedenen Ausführungen, und zwar genauso wie bei Makita. Es gibt eben Solo, so genauso wie sie hier ist, Solo mit keinem weiteren Zubehör und auch mit Fräskörben und so weiter und so fort. Genauso gibt es ja auch die Makita. Und deswegen wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Wir werden gleich auch mal testfräsen. Schauen wir aber mal auf das Thema Preis, weil da sage ich schon, irgendwie weiß ich nicht. Denn von Katsu, ich gucke extra nochmal meinen Zettel, von Katsu, die Fräse kostet 60 Euro, so um die 60 Euro im Solo-Bereich. Und wir müssen ganz klar sagen, das ist aus meiner Sicht eine dreiste Kopie dieser Fräse. Also das ist meine Meinung. Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und wir werden gleich auch sehen, wir haben es ja schon getestet, wie sich diese Fräse im Verhältnis zu der hier schlägt. So, also wir haben hier einen Preis im Bereich von 60 Euro. Bei Makita, bei der, auch mal wichtig zu sagen, welches ist, die Makita RT0702C. Wir haben die 702 hier, die 701 ist sehr, sehr ähnlich. Das ist der Nachfolger, sag mal so ein kleines, kann man sagen, Produktupdate, was wir hatten. Die kostet schon das Doppelte, nämlich 120 Euro. Aber ist mal okay. Ja. Dann haben wir hier das Ganze im 18 Volt Bereich. Da sagen sie, anderer Antrieb, aber immer noch dasselbe Zubehör, annähernd dieselbe Maschine. Da kostet die Maschine dann schon 145 Euro, kostet also nochmal 25 Euro mehr. Wo ich sage, okay, ist ein Akku, braucht vielleicht ein bisschen mehr Regeltechnik, was auch immer. Ja, alles klar. Dann haben wir hier das Ganze jetzt in 40 Volt. Und jetzt weiß ich nicht so richtig, ist das jetzt, kommt das jetzt daher, dass das die Maschine komplett neu ist oder dass das 40 Volt System hier angesprochen wird, weil wir werden nachher auch noch beim Fräsen sehen, wie groß der Unterschied ist. Weil bautechnisch sieht sie extrem ähnlich der 18 Volt Version. Wir haben natürlich hier eine andere Aufnahme, aber sie kostet 250 Euro. Das sind mal 100 Euro mehr. 100 Euro mehr, weiß ich nicht. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Schreib es mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall hast du das hier mit dabei. Was hier ein großer Vorteil in dem Gerät ist, wir haben hier die Möglichkeit, das Bluetooth-Modul einzubauen und dann kabellos den Sauger zu starten. Ob das jetzt 100 Euro mehr wert ist oder nicht, weiß ich nicht. Und lass uns mal Folgendes machen. Wir gucken uns mal die einzelnen Geräte im Detail an. Und dann entscheidet ihr und schreibt mal unten in die Kommentare wirklich, was findet ihr denn eigentlich besser? Kommen wir zum Katsu-Gerät. Und sich das genau anzugucken, macht eigentlich gar keinen so großen Sinn. Es ist einfach nicht viel dran. Ihr könnt wie bei Makita auch das Ganze aufmachen. Habt ihr hier den Motor in der Hand, könnt hier den Einsatz wechseln von 6 auf 8 mm, könnt ihr den Fräser reinmachen, könnt das hier wieder einsetzen, könnt die Tiefe hier einstellen. Das Ganze, muss man sagen, werden wir gleich bei Makita auch noch sehen, ist deutlich hakeliger. Es funktioniert, ja, ist kein Problem. Ihr könnt jetzt hier die Höhe einstellen, ja, das funktioniert, aber man merkt schon, da ist ein deutlicher Unterschied. Wir haben die schon, ja, da merkt man schon, das ist einfach andere Qualität. Das ist nicht so, dass es perfekt gefertigt ist wie bei Makita, dass man so klack,
das schön zumachen kann. Auch hier beim Gummi hatten wir schon mal bei dem baugleichen Gerät, was wir vor einigen Monaten hier hatten, da ist der Gummi abgegangen mit der Zeit. Fand ich ein bisschen komisch. Das sei dazu gesagt. Ansonsten bei der Maschine ist es so, hier an, aus. Ja, ganz einfach. Hier oben kann man die Geschwindigkeit regeln. Und das war's. Übrigens ein Hinweis. Nicht, dass ihr vorhin dachtet, weil ich hier so auf den Geräten so drauf war. Bei den Preisen für die sind die Akkus nicht dabei. Nee. Die Akkus muss man nochmal dazu kaufen. Das heißt, wir haben hier vorhin beim Preis auch vom Solo-Gerät gesprochen. So, kommen wir mal erstmal zu Makita. Man muss ganz klar sagen, das hier ist ein Basisgerät. Wir reden hier nicht von der absoluten High-End-Spitzenqualität, aber trotzdem von einer super soliden verarbeiteten Maschine, die auch relativ langlebig ist. Man hört sehr selten, dass die Maschine kaputt geht. Wir bekommen auch relativ wenig Reklamationen dazu. Das Ding funktioniert einfach. Hier merkt man aber schon, hier klack auf, zu, das lässt sich gut handhaben. Auch hier, ja, ihr seht, dass es fließt ganz anders. So, wieder drin. Ja, das konnte ich bei der Katsu nicht machen. Das ist eine ganz andere Qualität, eine Verarbeitungsqualität auch einfach. Das ist halt wirklich auf dem Zehntel, auf dem Hundertstel genau gefertigt. Ich habe auch das Gefühl, dass die Materialien ein bisschen hochwertiger sind. Aber auch hier siehst du hier den Antrieb. Ja, dann hast du hier die Maschine, also den Korb, kannst einsetzen und kannst losarbeiten. Eine ganz wichtige Sache, weil viele Anfänger immer wieder fragen, ist das hier eine gute Maschine, um anzufangen? Ja, jetzt habe ich diesen klassischen Fehler, nämlich, dass man hier den nicht mehr richtig gut ansetzen kann. Manchmal hakt das hier ein bisschen beim Reinnehmen, da musst du das hier ganz leicht zur Seite schieben und dann geht's wieder. Viele fragen übrigens bei der Maschine, ist das ein gutes Gerät zum Starten und zum Anfangen? Meine Meinung ganz klar ja. Wenn du einsteigen willst in die Oberfräswelt, dann ist genau eine von den dreien ein perfektes Gerät zum Einzusteigen, um mal loszulegen. Und natürlich, wir haben hier nur 700 Watt. Das ist kein Gerät der absoluten Spitzenklasse, womit du wirklich hier so riesige Ausfräsungen machen kannst. Aber wenn du gemütlich vor dich hinfräst, nach und nach runtergehst, kannst du hiermit richtig krasse Ergebnisse erzielen. Es muss nicht immer die Riesenmaschine sein. Ansonsten ist so hier an, aus und hier vorne die Geschwindigkeit vorwählen und dann geht es auch schon los. Ein Hinweis übrigens, du bekommst hier natürlich auch eine 6er Spannzange, eine 8er Spannzange mit dazu, je nachdem welche Fräser du hast und einen Parallelanschlag. Aber das bekommst du wie gesagt bei allen. Bei der 18 Volt Variante ist es so, dass du hier im Grunde genau dasselbe hast. Ja, du erkennst das auch. Ich mach's mal für euch. Wir nehmen jetzt mal den Korb von der anderen. Und das ist halt, es ist halt einfach exakt das Gleiche. Und du siehst auch hier, er gleitet hier genauso wie im anderen. Der Korb ist einfach 100% identisch. Und daran siehst du schon, die Maschine, alles hier drumherum ist wirklich identisch. An der Maschine selbst wirst du Folgendes sehen. Du hast hier an der Seite ja, die Geschwindigkeitsvorwahl, 1 bis, ich glaube, 5 ist das, aber es ist stufenlos, das ist überhaupt kein Problem. Und was hier anders ist, du hast nicht diesen Kippschalter ein, aus, ich finde es hier sogar ganz cool, hier sagst du erst einmal entsperren, also machst einen Akku rein, ich zeige dir das mal. Kommt ein Akku rein und dann gehst du hier auf entsperren und dann geht hier unten auch das Licht an und jetzt könntest du losfräsen. Ja, also so ist die Logik hier, was ich eigentlich ganz cool finde, erstmal so und dann geht's los. Wenn du das Ganze dir anschaust, oder jetzt, wenn wir uns das jetzt angeschaut haben, gehen wir jetzt zu 40 Volt rüber und dann wirst du selber feststellen, es ist wieder das Gleiche. Warum auch verändern? Weil das System funktioniert ja wunderbar. Auch hier haben wir hier die Geschwindigkeitsvorwahl. Ja, ein, aus, denselben Korb, dieselbe Logik, denselben Anschlag, dieselbe Spannzange, alles das Gleiche. Hier auch dasselbe. Das Einzige, was ist, hier. Da haben wir die Möglichkeit, ein Bluetooth-Modul einzusetzen. Zum Lieferumfang gehört es nicht. So wie es hier ist, ist es im Lieferumfang ist nichts drin. Oder doch? Nein, Spaß. Also da ist wirklich nichts drin. Und die Frage ist, ob du das brauchst, musst du dir selber beantworten. Ich arbeite bei einer Oberfräse, bei so einer kleinen auf jeden Fall eher selten mit einer Absaugung. Natürlich würden wir immer eine Absaugung empfehlen, aber das musst du halt selber entscheiden. Schreib es am besten einfach mal unten in die Kommentare, wie du das handhabst und siehst. Und du siehst hier an den Geräten relativ wenig Unterschied und zusätzlich
blenden wir dir hier mal ein, die ganzen Daten der Geräte. Auch hier wirst du feststellen, eigentlich ist da kein großer Unterschied. Denn von den Umdrehungen ist es auch so, wir haben hier von irgendwo zwischen 10.000 und 13.000 Umdrehungen geht's los. Und das Ganze geht hoch bis 33.000, 34.000 Umdrehungen. Und ob es jetzt 31.000 sind oder 33, ist auch egal. Jetzt komme ich zu einer Sache, die merkwürdig ist, die uns vorher nie aufgefallen ist, aber jetzt schon irgendwie. Weil uns ist ein kleines Malheur passiert, so im doppelten Hinsicht kann man sagen. Und zwar ist es folgendes. Wir wollten ja testen. Und die Maschinen hier werden in der Regel mit 6er Fräsern benutzt. Das heißt also, dass hier oben der Schaft vom Fräser hier 6 mm im Durchmesser ist. So, und so kommen die daher. Du nimmst den Fräser, schiebst rein, alles kein Problem. So, jetzt haben wir aber dann gesagt, naja, wir wollen ja überall die gleichen Fräser benutzen. Und davon, da hatten wir nur, haben wir die hier genommen, und das waren zufälligerweise welche von Bosch, das ist aber eigentlich irrelevant, weil wir haben es ja auch mit anderen getestet. Die hatten wir aber gerade alle neu da. Und da hatten wir nur 8er Fräser. Wir hatten keine alles gleichen 6er. Da wir hier aber auch 8er Spannzangen über jeweils dabei haben, haben wir gedacht, kein Problem, nehmen wir 8er, alles kein Ding. Und da ist uns schon was Merkwürdiges aufgefallen, nämlich irgendwie haben wir das dann, Zufall Nummer 1, Zufall Nummer 2 war, wir haben es zugemacht und haben gemerkt, so, es fühlt sich irgendwie nicht fest an, als wenn du den Achter nicht richtig festspannen kannst. Und dann gedreht, gedreht, gedreht und dann war so ausprobiert, ja, ach doch, funktioniert, ist okay. Ja? Und dann ist mir Folgendes passiert, mir ist die Maschine, ein bisschen blöd, mir ist der so ein bisschen aus der Hand geglitten und schlug dann auf einem Stück Holz ein. Und da ist was sehr Merkwürdiges passiert, nämlich der Fräser ist reingerutscht. Ist das dann fest genug? Ist das normal? Ist das nicht normal? Ist das ein Problem beim Fräsen? Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir rabiat und testen das mit allem. Wir haben nämlich Folgendes gemacht. Wir haben dann wirklich hier, wie in dem Fall, die Maschine genommen, nach unten gestellt und haben hier das Stück Holz genommen und haben das wirklich hier so ein bisschen einschlagen lassen. Und ihr seht hier, wir haben einige Tests gemacht. Ja, das sieht nicht so schön aus. Also das sieht interessant vielleicht aus, aber ist für die Maschinen eigentlich nicht so gut. Und interessant ist Folgendes, hätte ich nicht mit gerechnet, bei allen Maschinen rutscht der 8er Fräser dann rein. Man sieht das hier an der Maschine ganz gut. Wir haben die ganz normal eingespannt, wie es sich gehört. Und jetzt ist hier sehr, 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 also hier an der Stelle seht ihr das, sehr tief der Fräser drin. Warum? Nicht, weil wir es wollten, sondern weil er wirklich bis da reingerutscht ist, wenn wir ihn haben einschlagen lassen. Da könnt ihr bitte mal kommentieren, wie seht denn ihr das? Habt ihr das auch schon mal gehabt? Findet ihr das auch komisch? Irgendwie ist es jedenfalls so. Aber dieses Verhalten hatte diese Maschine und auch die Katsu mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und wir haben nicht nur Bosch genommen, sondern wir haben auch Makita-Fräser genommen, wir haben Dewalt-Fräser genommen, wir haben ENT-Fräser genommen. Immer dasselbe. Es rutschte leicht bei massiver Krafteinwirkung. Ich rede noch nicht vom Fräsen. Ja, vom Fräsen, da kommen wir gleich noch dazu. Und dann haben wir gedacht, wenn das jetzt bei den Maschinen ist, ist das überall so? Und dann haben wir Milwaukee genommen, wir haben Dewalt genommen, wir haben Festool genommen, haben es mit denen auch getestet. Und nein, bei denen passiert da gar nichts. Und zwar bei gleicher und auch sogar bei stärkerer Krafteinwirkung rutscht der Fräser nicht rein. Davon kann man erstmal halten, was man will. Und dann haben wir uns gedacht, was ist denn, wenn die Fräse fräst? Wenn hier die Fräse dann dadurch in Unwucht gerät oder irgendwas passiert, dann würde ja Folgendes passieren, der Fräser würde langsam nach unten rutschen, im Klassiker oder nach oben. Das heißt, das Fräsbild ist nicht ordentlich und das testen wir jetzt mal. Aber was haben wir denn getestet? Erst einmal, wir haben hier Buche Leimholz, also schon härteres Material und durchaus eine echte Herausforderung für die Maschinen. Zusätzlich haben wir gesagt, wir machen das natürlich nicht vernünftig, das wäre ja zu einfach, sondern wir übertreiben es mal wieder. Wir haben hier Folgendes genommen, und zwar 8er Schaft, 10er Fräse, also 10 mm breit und sind nach unten 10 mm in die Tiefe gegangen. Das heißt wirklich 10 breit, 10 tief, macht das so eigentlich nicht, sondern geht wirklich in Stücke nach und nach die eure Fräsung nach unten. Das ist ein viel sauberes Ergebnis. Aber was haben wir gemacht? Natürlich das Ganze so ausprobiert und sind hier ins Holz gegangen. Und ihr seht jetzt hier alle vier Fräser, wie sie in diesem Material sich irgendwie versuchen, da durchzukämpfen. Und jetzt würde man ja erstmal vermuten, das ist richtig schwer und die tun sich auch alle richtig schwer. Aber nee, tun sie eigentlich gar nicht. Was man wirklich, ich erwarte mir von einer 700 Watt Maschine bzw. einer kleinen Akkumaschine, dass sie hier in Hartholz nicht einfach so durchzieht. Aber das haben sie gemacht, nämlich
Die 230 Volt Makita, die 18 Volt Makita, die 40 Volt Makita, alle haben gleichmäßig hier ihre Bahnen gezogen. Was ich erstmal schön finde, und auch die Katsu. Die Katsu hat auch ihre Bahn gezogen. Vom parallelen Schlag haben alle das gut hingekriegt. Sehr interessant ist jetzt Folgendes. Nämlich, wir hatten ja das Problem mit dem Verschieben des Fräsers. Ich muss noch mal zu relativieren für euch. So ein Fräser ist relativ lang. Es ist nicht so, dass wenn wir den haben aufditschen lassen, dass er dann, sagen wir mal, einen Zentimeter reingerutscht ist, so ein Millimeter. Wenn du es mehrmals gemacht hast, auch nochmal Millimeter und nochmal Millimeter, irgendwann steckt er da drin. Und wir reden von einer massiven Krafteinwirkung. Und wir haben eigentlich damit gerechnet, dass jetzt das Fräsbild nicht perfekt plan ist. Ja, wir haben jetzt den Tiefmesser genommen und haben dann hier an der Stelle, ich kann die Kamera das kurz mal aufnehmen, haben wir hier gesagt, okay, und sind hier runtergegangen und haben das hier nachgemessen. Ja, genau so. Wir haben geschaut, okay, ist das an der Stelle hier vorne genauso tief wie an der Stelle. Und was war das Ergebnis? Es war immer gleich. Das heißt also, der Fräser ist nicht gewandert, ist nicht da geblieben. Es scheint also beim Fräsen kein Problem zu sein. Und das Interessante ist, bei allen vier Geräten war es wirklich ein gutes, gleichmäßiges Ergebnis. Wunderbar. Also da erstmal kein Thema. Was jetzt aber interessant ist, wie haben sich denn die verschiedenen Fräser verschieden auch verhalten? Fangen wir bei Makita an. 230 Volt, super. 18 Volt, super. 40 Volt, super. Und jetzt interessant, die 40 Volt oder das 40 Volt Gerät, man hat jetzt nicht gemerkt, dass da jetzt 40 Volt dran sind. Also, dass der jetzt irgendwie eher mehr Kraft hat oder irgendwie ein Problem hat oder besser ist oder irgendwas. Du hast zwischen diesen drei Maschinen annähernd kein Unterschied gemerkt. Keine Vibration, solide durchgezogen, du konntest ordentlich fräsen, das war alles in Ordnung. Also wirklich, man kann auch wirklich sagen, die ist ja nicht umsonst so beliebt, ja, weil sie eben richtig gut ist. Und wir haben sie ja richtig gequält hier an der Stelle, weil ein Quadratzentimeter, der hier rausgefräst wird, ist schon heftig. Und da haben viele andere Fräsen richtig mit zu kämpfen. Bei der Katsu sah es etwas anders aus. Die Katsu hatte, das reine Fräsen ging, aber wir hatten massiv Vibrationen und der Vorschub ging irgendwie auch eher hakelig. Das heißt, und bitte versteht es nicht falsch, wenn ihr die Katsu kaufen wollt, kein Problem. Wenn ihr 60 Euro sparen wollt, kein Problem. Darum geht es uns nicht. Es geht nicht darum, jetzt die Katsu schlecht zu reden, sondern es war nicht dasselbe Ergebnis vom Fräsen. Und wenn sie sich so anfühlt, brauchst du eine höhere Präzision beim Führen. Du musst das sauberer alles machen und du viel eher verhaust du dir dein Ergebnis. Deswegen würde ich persönlich immer eher zu Makita greifen. Das wäre übrigens auch mein Fazit, wenn ihr mich fragt, weil viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, außer du hast hier ein solides Gerät beim 40 Volt, mit dem du echt gut arbeiten kannst, mit dem du jede Menge Spaß haben kannst. Genauso mit dem 18 Volt Gerät und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn du im 40 Volt System bist und suchst, also schon bist und suchst eine Fräse, kauf dir die und du sagst 100 Euro mehr ist okay, ist die Frage. Ja? Wenn du schon im 18 Volt System bist, würde ich dir immer genau diese Fräse empfehlen, weil das Kabel ist nicht dran und das stört nicht und das wabbelt dann nicht irgendwo rum oder und so weiter. Also hier hast du einfach Fräse nehmen, zack, bumm, los. Beim kabelgebundenen Gerät ist es immer so eine Sache, wo du das Kabel entsprechend einsteckst. Aber auch das Gerät ist richtig gut und natürlich mit einem Kabel hast du unendlich lang Energie. Ein Akku kann auch mal leer gehen. Beim Katsu-Gerät nur für jenigen, der wirklich sagt, oh, ich Preis-Leistung und ich will nur einmal im Jahr fräsen, könnte das vielleicht das Richtige für dich sein. Ich würde dir trotzdem raten, nimm ein Gerät, was, glaube ich, auch, hier ist ein CE-Zeichen drauf. Ja. Ich weiß nicht, ob es nur gedruckt, ich weiß es nicht. Ja. Also ich finde das Gerät ein bisschen merkwürdig. Ja. Würde ich eher zu Makita greifen, mit dem hast du mehr Spaß. Eure Meinung gerne in die Kommentare, vielleicht ist ja komplett anders. Eure Erfahrung auch, falls ihr das schon habt, auch in die Kommentare. Wir sehen uns, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.